Entschuldigung, ich kann ja gerade nicht schwingen. Die Häuser sind zu weit weg. So. Hier drüben. So, da sind wir ja eh gleich. Und diese Rucksäcke hier, ne? Die über die Jahre überall verteilt wurden. Also den hier zum Beispiel, den findet niemand? Ernsthaft? Okay. Angeblich hat Fisk sein Vermögen mit diesen Gewürzen verdient. Sie sind gut, aber nicht so gut. Das sieht ein bisschen aus wie, das sieht ein bisschen aus wie das, was wir von beim Tomb Raider gefunden haben. Also ich, ja, wenn du mich fragst, hier klar, jedes Spiel hat sein Für und Wider, was würdest du bevorzugen, Tomb Raider oder Spider-Man, zu dem Aspekt zuerst durchspielen? Ganz ehrlich, Tomb Raider. Alle Einheiten, Zeugen melden Raubüberfall, Verdächtige bewaffnet. Bitte nach Morningside Heights. Auch wenn das hier halt auch cool aussieht, kannst du gar nicht andere sagen. Das sieht schon, du kannst hier echt, na, also sie kannst nichts sagen. Aber so vom Suchtfaktor und so vom Spielgefühl her würde ich doch eher, Tomb Raider spielt sich irgendwie flüssiger, weiß ich nicht. Also jetzt schwingen wir hier eine Menge durch die Gegend natürlich. Aber wir hatten ja am Anfang immer das Problem, dass wir alles Mögliche gemacht haben. Wobei... Holen Sie Ihre Kinderfreunde, denn diese Lektion hier müssen leicht zu beeindruckende Kinder einfach hören. Mein Gast heute ist ein Mann, der auf die harte Tour gelernt hat, Spider-Man nachzumachen ist nicht cool. Darf ich bitten? Also, ich wollte Verbrechen bekämpfen und Leuten helfen. Also habe ich ein Kostüm angezogen und versuchte, ihm gleich zu tun. Mann, das war echt ein Fehler. Wäre es fast aufgegangen. Zum Glück hat der echte Spider-Man mich gerettet. Ich darf Sie unterbrechen, denn der springende Punkt wurde bereits genannt. Wer sich verhält wie Spider-Man, wird sterben. Lasst es bleiben, Kids. Das war eine weitere Lektion fürs Leben von Onkel Jonah. Jared, lass das schützen. Onkel Jonah. Der hier jetzt kein Chefredakteur ist, sondern Radiomoderator. Finde ich auch spannend. Also nicht spannend, aber finde ich ganz interessant. Trophäe beflügelt. Na gut, wir müssen ja dahin. So. Entschuldigung, ich gucke gerade wieder in den Chat. Da klatsche ich aber irgendwo gegen. So. Das mit den Baustellen erinnert mich übrigens auch an Batman. Da gab es ja auch immer diese Baustellen, wo wir dann alle vermöbeln mussten. So. Gut. Harrys Herzensprojekt. Na, dann gehen wir mal zu Harry. Ach, du lieber Harry. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich... weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Das sind die Forschungsmarken. Von denen brauchten wir welche, um bei Dingens, um im Büro, was jetzt leergeräumt ist, unseren Anzug zu erweitern. Das heißt, wir müssen Forschungslabore eröffnen. Es tut mir echt leid. Wir sind gerade hier irgendwo. Wir müssten also theoretisch mal hier rüberschauen. Wir könnten auch mal zum Polizeirevier. Ich weiß nicht, was das bringt. Wen findest du im Allgemeinen cooler, Spider-Man oder Batman? Ich bin immer Team Batman. Muss ich zugeben. So, ein wenig Frischsmog. Übersicht. Dies ist eine unserer Luftqualitätsstationen, die Schadstoffe in der umgebenden Atmosphäre überwachen. Super wichtig für die Stadt und ihre Bürger, aber natürlich sind ganz bestimmte Firmen besser wenig begeistert davon, wenn ihr Schadstoffausstoß öffentlich dokumentiert würde. Start. Okay. Es gibt hier viele Stationen, die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns. Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch. Ja, ja. Und steigt an. Das hat der Chat die ganze Zeit schon gesagt. Könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog.
Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Okay. Ja, durchschwingen ist ein bisschen schwierig. Das müsste eigentlich dann sein, oder? Ist das denn hier keine gewesen? Na toll. Ich kann da gar nicht richtig durchschwingen. Ich müsste wahrscheinlich... Ja, ich muss wahrscheinlich die Straße so entlang. Da ist nichts zum Greifen. Wie soll ich denn da durch? Okay. Puh. Ich kann hier nicht schwingen. Ich müsste mich irgendwie... Müsste ich mich von unten sehr hoch springen, schwingen? Lecco mio, fetto grande. Mann, wie komme ich denn da oben in diese alte Smogwolke rein? Jetzt hätte ich es fast geschafft. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. So, alles klar. Jetzt haben wir es. Wir müssen nur genau gucken, wo wir uns angrabbeln. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Du Schlauben. Und hab dich! So. Wo ist denn die nächste? Die nächste muss hier rechts vom Haus sein, irgendwo. Nein! Hier ist noch ein Rucksack. Warte. Komm, ich laufe hier erstmal hoch und dann springe ich da einfach rein. Warte. So. Upsi. La 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 la. Okay. Und ab geht's. Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Na, Siggi. Mein Alterchen, hm? Da, ich war doch drin! Okay. Cooler Affe hier gerade. So. Haps! Als ob ich direkt am Auspuff hänge. Und rein da. Ich erschrecke wohl die Leute, aber das ist ja nichts Neues. Und durch da, dann haben wir alles zusammen. Ah, die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mache lieber Fotos. Siehst gut aus, Spidey. Okay. Was? Licht ist perfekt. So, okay. Ein Hammer. So, warte. Perfekt. Mal gucken, der parkt ja gerade. Ich wollte es nur mal testen. Der fährt dann einfach ein Stück oder was? Guck mal, der parkt. Gut. Den haben wir. Da fährt er davon, aber... Wen soll ich denn... Da müssen wir lang. Hey, irre mit der Maske, mein Bruder hat das nicht gearbeitet.
So. Gute Nacht, allen, die schlafen gehen. Schlaft schön. Kommt gut nach Hause. So. Und jetzt einfach hier Foto machen, oder was? Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. So, Forschungsmarken. Zwei Stück, alles klar. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Hm. Ich fliege fast blind. Ich muss wohl Türme aktivieren. Ja, ja, jetzt voll die Drama-Queen einfach, weißt du? Hier ist ein einziger Turm nicht aktiviert. Wir machen ihn mal gerade. Dann haben wir alle. Unfassbar. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt raubt er eine Bank aus. 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Mhm. Okay. Ist aber keine Nebenquest jetzt, ne? So, wir haben wieder Rucksäcke und so, aber ganz ehrlich, das können wir später mal. Wirst du das neue Assassin's Creed im Oktober spielen? Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Das letzte hat mir so gut gefallen. Ich gehe mal einfach davon aus. Es ist so meine persönliche Lieblingsära momentan, wo so viele Open-World-Games rauskommen. Mit so vielen Missionen, mit so vielen Sammelsachen und so weiter. Das, der Nachteil daran ist, ich kann die gar nicht alle als Let's Play spielen, weil die so ewig lang gehen, die Spiele. Oh, ach, wie cool. Guck mal. Ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Boah, wie cool. Wir haben echt New York nachgebaut. Und zwar in einem ordentlichen Maßstab. Das ist schon nice. Tut mir leid, Spider-Notfall. Wobei es eigentlich, ne, es sieht eigentlich cool aus, aber eigentlich ist es ganz furchtbar, weil es ist halt alles Werbung. Ne, du musst immer reinziehen, es ist halt alles nur zugeballert, nur mit Werbung. Wolf in Sheep. Tuny Award Winner. Mhm. Ja, sieht schon ganz cool aus. Haben Raubüberfall. Verdächtige bewaffnet. Officer, bitte nach Longacre. So, trotzdem düsen wir mal davon. So, zack. So, wir fliegen mal wieder zur Hauptstory. Da. Huch. Hier fliegt wieder was. Es wurden Überfälle in der Gegend gemeldet. Officer benötigt bei Turtle Bay. Was ist denn hier los? Oha. Oha. Di. Anthem weiß ich noch nicht genau. Oh, Kamera 6. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumen Wrestling? Nein? Dann halt Boxen!
Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Ich bin noch nicht bereit. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder ich weiß geht nicht, es darum, wie viele Worte man verwendet, um... Ich hab keine Ahnung, was muss ich denn... Der ist echt cool. Was muss ich denn... Wie muss ich denn... Ich hab keine Ahnung. Ich komm. Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Aber wer... Ab die Post! Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Okay. Frag nett! Dann vielleicht! Das hat nicht so gut geklappt. Ich muss warten, bis er down ist. Jetzt hüpft er wieder. Oh Mann, ey. Willst du mich verarschen, ey? Das gibt's doch nicht. Bitte nicht spoilern. Leute, bitte nicht spoilern. Bitte nicht Backseat Game. Man muss eine Strategie selber rausfinden auch. Ich finde die schon, aber das mit dem Ausweichen ist teilweise echt... Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil ihr mich sonst umbringen werdet. Das wird wehtun. Raus damit, dann helfe ich dir. Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld. Nee, so läuft das nicht. Dir den Gefallen. Nein, 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 nein. Scheiße. Okay, hat noch geklappt. Okay. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte, warte, warte. Oh nein! Oh oh. Oh, komm schon, Herman! Jetzt wird er noch saurer sein. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Ich verstehe da keinen Spaß. Oh. Okay, fang! Und zwar mit deinem Gesicht! Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das ist nicht nur ein Mensch. Unter den Masken könnt ihr alle sein. Moment, sagtest du Masken?
Ich komme gerade. Ich kam hier gerade nicht weg. Scheiße. Ah, fick die Hölle. Hoffentlich wieder von vorne. Ich latsche hier immer irgendwo rein. Beim Ausweichen klatsche ich immer irgendwo rein. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Sie verstehen da keinen Spaß. Mann, jetzt kommt hier gerade noch ein Achievement. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht zwei Menschen. Unter den Masken könnt ihr alle sein. Moment, sagtest du Masken? Das darf doch nicht wahr sein. Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Ist doch egal! Nach dem Job hier verschwinde ich! Mann, wieso erwischt er mich immer? Scheiße! Dann können wir dir helfen! Niemals! Du hast ja keine Ahnung! Was zum... Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben! Was? Dieses Mal meine ich es ernst! Willst du mich verarschen? Ich komme hier gar nicht weg! Willst du mich verarschen? Ich hasse alles. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Ich komm, lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Ich komm hier nicht raus. Die sind über den Stühlen und irgendwas. Okay. Oh, 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 was kann ich jetzt? Oh. Ah, fuck. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Ja, okay. Alter! Okay, das vorher war alles Spaß. Alter, jetzt ich will's nicht verarschen! Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich? Ich komm hier nicht mehr weg, da ist ein fucking Balken! Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Ich habe das besondere Talent. Ich klatsche beim Ausweichen immer überall rein. Ich weiß nicht warum. Immer wenn ich ausweichen will, steht da irgendwas und ich klatsche dann mit dem Mang. Ich weiß nicht warum. Das ist so. Das, ja. Und vor allem, du siehst es auch nicht, weil es irgendwie. Ja. Okay. Mann. Aber gut. Er hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. So, finanzieller Schock abgeschlossen. Oh. Okay, Yuri. Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Amrath wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt? Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, ich erkundige. Wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Uff, was frage ich auch? Ja gut, wir hatten jetzt nicht viel Wahl, ne? Zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Erkunde die Stadt. Hey, da hinten ist gleich wieder so ein Ding.
dann düsen wir da hin und machen wieder eine Umweltsünde. Oder ich weiß nicht genau. Da. Na dann, hallo Oscorp. So. Gemini. Schön, schön. Schöne Labors. Das wünscht sich New York, dass sie so eine Labors auf den Dächern haben. Diese Station überwacht den Wasserdruck für Gebäude in der Umgebung. Wenn irgendwas schief geht, ein Rohrbruch oder Verstopfung, wird automatisch ein Alarm an die Wartungsteams der Stadt ausgegeben. Zumindest würde das passieren, wenn Oscorp die Stadt je dazu gebracht hätte, das System abzunehmen. Oh, so. Machen wir mal eben. Hey, Pete. Diese Station überwacht den Wasserdruck bis zu den einzelnen Gebäuden. Bauwerke höher als 4 Etagen benötigen Wassertürme als Erweiterung des städtischen Systems. Die Idee ist, Probleme zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten, weißt du? Weißt du? Der Druck in dem Gebäude spielt total verrückt. Ich muss herausfinden, warum. Die Wassertürme schließen sich ab der 4. Etage an das städtische System an. Ich scanne die Rohre, dann sehe ich den Anfang. Sicher, Rohre scannen, klar. Was der alles in seinem Anzug hat, ist unfassbar. Hier sind die Rohre okay. Die Ursache muss tiefer liegen. Warum ist er da so... Ah, hier sind die Rohre okay. Was ist denn da? Was ist denn... Da unten. Was ist denn hier mit den Rohren? Hier ist das Problem. Das Ventil ist falsch eingestellt. Das ist schnell behoben. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich repariere das schnell, damit es Jameson nicht mir in die Schuhe schiebt. Wenn die Kamera noch eine Stunde drum rumfährt, wo ist es denn? So, oh, oh, oh. Na, Mann, was ist denn los? Hör auf jetzt, du hyperaktive Spinne. So. Noch besser als Klebeband. Ein so ein Ding reicht offenbar. Hallo? Hä? Wieso kann ich hier nicht... Oh Gott. So. Ja, schön. Danke, Kamera. Erledigt. Flippen die... Was? Wie viel sind denn das? Okay, ich bin froh, dass es keinen Timer gibt. Nein, nein, nein. Nennt mich den unglaublichen Spinnenklempner. So, Spinnenklempner, Spinnenklempner. Tut was für Omas und für Rentner. Voilà. So. Also was ich gut finde, ist, dass sie sich wirklich verschiedene Missionen ausgedacht haben. Dass es nicht nur immer verprügeln ist, sondern dass man auch sowas jetzt macht und bla bla bla. Das ist schon sehr abwechslungsreich. Das finde ich ganz gut. So. Wo tröpft es? Es tröpft immer in Richtung... Ah. Das ist ja auch einfach... Mann, was machst du? Mann, Petra! Petra, hör auf jetzt! Alles repariert. Okay. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Kann ich nicht von hier aus schon? Hier. Perfekt. Der letzte. Aber das wird nicht lange halten. Der Druck sollte nicht so hoch sein. Es sei denn, der Ablauf ist blockiert. Ich kontrolliere das Ablaufrohr. Das Ablaufrohr ist unten am Wasser. Ich sehe nach, ob es blockiert ist. Ja, echt? Das machst du? Wusste ich nicht. Da brauche ich ja nichts mehr machen. Oh Mist, ich muss zur Arbeit.
Ich muss los, Spidey. So, hier? Okay. Alles klar, deswegen. Mal ehrlich, wie viele Helden bekämpfen Verbrechen und reparieren Duschen? Aber... Jetzt muss Oscorp akzeptieren, dass Harrys Station einen Crash der Stadtwerke verhindert hat. Aber... Sag mal, ist das nicht Abwasser? Oder nee, das ist kein Abwasser, was hier... Ich bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das Gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk-Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. So. La 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 la. Hey, Yuri. Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein guter Cop. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Gut. Kann ich diesem Beamten trauen? Sind nicht alle Beamten korrupt? Ah, nee, ist ja nicht Gotham. Hier in New York sind es noch alles Ehrenmänner. Solange man nicht schwarz ist. Dämon? Nachricht von Doc. Peter, vielleicht war es vorschnell, ihn zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Oh. Vielleicht erwähnen wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Ich wollte ein bisschen abwarten. Die Dämonen planen da wohl etwas echt Großes. Jetzt laufen... Officer, übernehmen Sie bitte. Warum verstecken die sich? Warum verstecken die sich? Warum? Ich habe doch gerade schon alle besiegt. Tolle Polizei haben wir hier. Oh, warte, da war schon wieder was. Ach, ich kann einfach nicht am Verbrechen vorbei. Das Verbrechen ist weg. Hier war gerade eben noch ein Verbrechen. Und schon hat sich's aufgelöst. Das waren diese hervorragenden Polizisten bestimmt. Na gut. Auf geht's. Achtung, Einheiten. Officer im Gefecht mit den Dämonen. Die Dämonen werden immer dreister. Sie greifen die Polizei auf der Straße an. Ach, das ist die Polizei. Officer, schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Oh, hat er seinen Kumpel getroffen? Nein! Ich bin gerade noch ausgewichen, aber er hat es nicht mehr pünktlich geschafft, leider. Das ist natürlich doof, aber na gut, jetzt ist natürlich das Verbrechen auch vorbei. Ich habe mich selber geopfert, damit das Straßenverbrechen einfach aufgeklärt wird. Siehst du, es ist einfach weg. Schon ist die Gegend wieder friedlich. Keine Ursache, New York. Okay, Schluss mit der Freakshow. Bis dann, so. Spider-Man. Wow. Ja, dann laufen wir mal ganz kurz hier in den Häusern hoch. War da sonst nichts zu tun? So, wir müssen eh da hinten hin. La la.
So. So ein Raketenwerfer weckt einen auf! Wo kommt die denn her? Jo, mein Freund. Alles gut? Schicke Waffe. Gut, das ist es gewesen. Habt ihr denn nichts Besseres zu tun, als Raketen auf Typen in Turnanzügen zu schießen? Turnanzügen. Alles klar. Hätte ich früher sowas beim Sport angehabt, die hätten mich verprügelt. So, neue Stufe. Haben wir wieder ein bisschen aufgelevelt. Wir müssen jetzt eh irgendwo dahin. Fokusbalken kriegen wir auch. Ich freue mich. Fertigkeitspunkte haben wir. Zwei Stück wieder. Können wir theoretisch... So, Fertigkeiten. Was war das denn? Überraschungsangriff. Takedown. Verbessert den Netzschlag. Takedown, sodass der Gegner in der Nähe... Dass Gegner in der Nähe zurückgeworfen werden. Eigentlich auch gut, wenn wir gegen mehrere kämpfen wollen. Wir machen die eigentlich immer so als Silent Takedown. Ich mache mich nur ganz kurz wieder aus. So, Brecher können gegriffen und eingesponnen... Und eingesponnen geworfen werden. Okay, cool. Aber Brecher hat man bis jetzt noch nicht allzu viele. Die kommen später bestimmt noch, oder? Verlangsamt die Zeit, bevor du einen tödlichen Treffer bekommst. Boah, das sehen wir dann relativ häufig. Luftreißer, dann hat man hier dieses mit den Tricks für den Fokusbalken, ne? Und zusätzliche EP, komm, das machen wir einfach mal. Jetzt haben wir noch einen Punkt übrig, da machen wir Luftangriffe, fügen zusätzlichen Schaden zu. Das machen wir ab und zu mal. Und hier drücke X während einer Rolle nach der Landung, um zurück in die Luft zu springen. Puh, ob wir das machen, weiß ich nicht. So. Gut, wir müssen hier nach unten. Ich wollte es mal ausprobieren. Die Zeit... Und wenn Sie einen C in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Oh. Was immer es ist. Es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Der wird auch bewacht? Okay, er ist, glaube ich, der Erste, ne? Aber wie kommen wir da hin? Die Zeichnung auf der Verpackung ist verwirrend. Wir haben Zettel. Bei dem komme ich aber nicht hin, ne? Bei dem komme ich nicht hin. Da ist eine Leiter zwar, aber die führt natürlich noch einen höher. Portside Grand. Boah, sieht aber cool aus da hinten auch. Kann ich den von unten ausschalten? Haben wir so ein. Gibt es so einen Takedown, dass man den von unten ausschaltet? Oh, gibt es. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Sehr gut. Dort unten steht jetzt noch jemand, der dürfte gefahrlos. Wie ist er eigentlich hier hochgekommen? Es gibt keine Leiter. Okay.
zum Teufel ist das hier? Hier ist schon seit Jahren kein Schiff gefahren. Du schaltest echt langsam, weißt du das? Das ist ein altes Schmugglerversteck. Okay. Oh, wow. Tunneln und Geheimräumen und so? Tunneln und so, ja. Wie der Tunnel direkt unter uns, den ich versiegle, während du doof rumlaberst. Jeder Tunnel, den Fisk versiegeln will, ist ein Tunnel, den ich mir ansehen muss. Okay, haben wir gerade Gespräch belauscht, sehr gut. Hey, würdest du dich nützlich machen und den Schraubenschlüssel holen? Geht nicht, muss aufpassen. Was ist, wenn die Dämonen kommen, um in den Keller einzubrechen? Wenn wir den Tunnel unter uns versiegeln, wird das den Dämonen sehr viel schwerer fallen. Dann musst du dich wohl an die Arbeit machen, oder? Geht einer von beiden? Nee, ne? Oh, da ist ja noch einer. Der ist sicher, aber nicht, wenn ich ihn hier rüberziehe wahrscheinlich. Okay. Dano, bist du das? Was willst du tun? Willst du den Tunnel unter uns fluten? Wofür ist das gut? Der ist sicher. Schon sehr cool. Hab ich mir wohl eingebildet. Jo, das hast du. So, einen weiteren haben wir. So, er ist jetzt auch sicher, ne? Den müsste man theoretisch ganz easy Netzschlag, Takedown. Ob das... Dano, hat mich überrascht, was? Wir müssen nur schnell wieder weg. Hauptsache weg. Egal wohin. So. Wie unauffällig der da vor der Lampe hängt, weißt du? Den sieht jeder. Okay. Dilililili. Hier war aber vorhin noch eine Patrouille. Die würde ich gerne noch ein bisschen hier patrouillieren lassen, wenn das geht. Und ich versuche das natürlich alles mit Stealth zu machen, weil Farfsitzen ist keine gute Sache. Der Typ da hinten ist auch nicht sicher, ne? Wenn wir da hindüsen würden, das würde der da hinten sehen. Ich weiß aber nicht, wird der von ihm auch gleichzeitig bewacht? Warte mal, wir probieren es mal. Das sicher. Vorsichtshalber. Müssten nicht langsam mal. So, das sind aber zwei. Wir müssten erst den hinteren ausschalten. So. Die Steuerung. Ja, die Steuerung ist natürlich Übungssache, ist aber tatsächlich dafür leicht gehalten. Also, ich komme auf jeden Fall gut damit klar. Ist immer wieder ein bisschen Gewöhnung. Es gibt halt viele... Okay, wenn wir sicher sind, dass die Ausrüstung komplett ist, verkabeln wir den Keller damit. Warum sollten wir den Keller in die Luft jagen? Will Fisk nicht alles hier drin schützen? Ja, aber er will nicht, dass die Dämonen was in die Finger kriegen. Das ist wie eine Notsicherung. Dämonen überrumpeln uns. Die Notsicherung schaltet sie aus. Meine Güte. Fisk denkt wirklich an alles. Tja, Fisk ist eben Fisk. Fisk will den Keller unbedingt schützen. Wo auch immer er ist. Was ist das? Nee. Gefahr? Die Etikierung. So. Das ist wirklich ein bisschen wie bei Batman, ne? Das ist so ein bisschen, wo man dann immer diese... So ein bisschen guckt, wie man die ganzen Leute... Mist! Spider-Man ist hier und der macht uns fertig. Sicher. Okay, jemand hat entdeckt, dass wir Leute downtaken. Bitte melden, Echo 2. Echo 2 antwortet nicht. Bitte prüfen. Echo! Schalten wir einen Gang hoch. Und das war's. Das war echt beschissen. Ich wollte eigentlich gerade hinspringen. Okay. Wenn ihr jetzt... So. Ja, das war sehr sneaky gerade. Das hat keiner gemerkt, wie er einfach eskaliert.
Ich sollte vielleicht einen anderen Skill nehmen. Oh. Ich wollte eigentlich cool rüberspringen. Jetzt bin ich mega sneaky. Was ist das? Träum süß. So. Es werden ja nicht plötzlich mehr Wachen. So. Da ist der eine. Wieso komme ich da nicht hoch? Der sucht hier gerade ab. Das ist nicht so gut. Wieso komme ich... Ah, jetzt komme ich auf die Billboard. Ich will aufs Billboard da oben rauf. Billboard Beutlin. Wenn die nach Spider-Man suchen, warum suchen die immer noch auf der gleichen Höhe? Mega unauffällig. So, er müsste auch sicher sein, ne? Sicher. Wenn ihr jetzt... Schlaf gut. Das war jetzt er. Unten sind die natürlich alle ein bisschen aufgebracht. Aber was wollen sie denn machen? So. Lalalala. Wer ist da? Verdammt! Muss reingeschlichen sein! Das war zu auffällig. Sicher. Nicht schnarchen. So, zack. Und wieder weg. Da. Da sind die nächsten. Wir kriegen die alle sneaky ausgeschaltet. Ich bin momentan recht optimistisch. Und immer wenn ich das sage, passiert irgendwas Doofes. Der ist sicher. Jetzt müsste der theoretisch aber auch sicher sein, oder? Er ist noch hier. Theoretisch müsste er auch sicher sein, weil sonst läuft hier keiner mehr rum. Das sind die letzten beiden. Die Spinne hat wenig. Da will einer eine Abreibung. Yo. War wohl der Wind. War das noch hier? Noch mal Pause. Hey. So. Haben wir alle? Jetzt kommt die Polizei. Ich sag mal gar nichts. Unglaublich. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Okay. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Natürlich. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. So, hatte ich hier nicht irgendwas gesehen? Gut, hier wahrscheinlich nicht. Kann Spider-Man eigentlich schwimmen? Ich frag nur. Achso, L3. Entschuldigung, nicht R3. Geht's da irgendwo rein vielleicht? Di-d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 i. Schnuppe-di-bau, schnippe-di-bau, schnuppe-di-bub-di-bab, schnuppe-di-bau. Da drüben ist ein Fenster. Ist das ein Fenster? Sie haben die Vorderseite abgeschottet. Aber bei dem Rest waren Sie sicher nicht so sorgfältig. Okay, warte. Ich gehe erstmal hier. So. Da oben haben wir zwei Kräne.
schwimmen können wir nicht, oder? Ich traue mich hier nicht zu schwimmen, ehrlich gesagt. Hallo? Ich muss die Welt retten. Okay. Ein Kerl, der Wände hochklettern kann, findet bestimmt einen Weg hinein. Wenn man sich gegen Spider-Man schützt... Okay, hier... Na doch. Sollte man da nicht oben auch zumachen? Ich meine ja nur... Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Da unten, da steht auch schon der Polizist. Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopf-Klopf-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich habe nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Elektroschocker. So. Kannst du das Elektronetz herstellen? Ah. Da ist es ja, das Elektronetz. Wir schalten das also im Spiel frei. Und die kann man wahrscheinlich inzwischen auch herstellen. Cool. Keine Ahnung, wie wir benutzen, aber wir kriegen es schon irgendwie hin. So. Zielen und dann... Flups. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn? Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Mhm. Ein verstärktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Such einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Mann, seine Linsen sind einfach super. So, da ist der Kasten. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Oben draußen ist noch einer. Ist doch draußen, oder? Ist das... Nee, ist eine Etage höher? Doch, ja. Okay, dann ganz kurz hoch. So. Dann machen wir ganz kurz hier. Der muss es sein. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Okay, hier drin. Aber ich will natürlich erstmal... Hier können wir da nichts gucken, das ist alles schon ausgeräumt. Okay, Kratzer, 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 Kratzer. Kratzer, Kratzer. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Ach so. Boah, ja, Spider-Man, der ist einfach... Mann, ist der schlau. Richtig schlaues Früchtchen. So. Und hier, das sieht auch nach einem Paneel aus, oder? Und hier sind auch Kratzer. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Guck mal hier. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Was? Was? Ich ziehe Sie hoch? Ich... Ah, ach so, ich dachte gerade, wir müssen jetzt einspinnen. Ich könnte Hilfe mit dem Aufzug brauchen. Gut, ich sehe nach. Das bringt so natürlich nichts. Wie komme ich denn da oben drauf? Ach so, ich bin so doof. Es ist schon spät, Entschuldigung.
Es ist natürlich immer das Übliche und steht auch direkt erster dran. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile. So. Stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hey, gute Landung und so. Cooler Kopf. Futter nicht alle, Donuts? Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich breche das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. So, vielen Dank, Ryder. Dankeschön. So, hier ist ein Anschlusskasten, der ist mit Sicherheit död. Und wir müssen wahrscheinlich zu dem da oben. Vermute ich einfach mal, weil der leuchtet auch rot. Du bist schon lange hinter Fisker, was? Er ist mein Ding. Perfekt! Was kann man so sagen? So. Kram, kann ich jetzt zu, das Gespräch noch weiterzuführen? Und jetzt? Ach. Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Ja, ja, sicher. Zweiter Anschlusskasten ist... Erinnert mich sehr an Batman. Ich sag's nur. Wenn ich ein Anschlusskasten wäre, wo wäre ich? Im Fahrstuhl. Folge den Leitungen. Sie könnten in die richtige Richtung führen. Aber wir können nicht durch den Fahrstuhl durchschießen. Sehe ich das richtig? Gefunden. Okay. Ja, ja, gefunden schon, aber... Aber jetzt geht's oder was? Nee. Wie soll ich denn da durchkommen? Kann ich den Fahrstuhl wegschicken? Ah, natürlich kann ich das. So, da ist er. Geschafft. So. Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Der Jeff ist super. Ich mag den Jeff. So, ich stelle mich auf die Falltür. So. Zwei, drei. Los. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komme nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Natürlich, natürlich kommt er da durch. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! So, warte. Drücke R2, um zu einer Oberfläche. Ach so. Dann, los geht's! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte erstmal das Wasser leck stopfen. Okay.